Marcel Risse, wie gut kennst du dich denn schon aus im Galopprennsport? Ich nehme an, der Eckhard Sauren hat schon mal das ein oder andere erzählt. Wie groß ist die Begeisterung und das Interesse und das Verstehen? Ja, es wächst immer weiter. Jetzt von Rennen zu Rennen sowieso kriegt man viel, viel mehr Dinge mit. Ich habe jetzt auch mal vor, dem nächsten Training anzuschauen, wenn das mit meinen Trainingszeiten natürlich passt. Das ist nicht immer ganz so einfach. Die Galopper trainieren so früh um 7 Uhr morgens, das schaffst du vorher noch. Aber meistens sind wir auch dann bei Auswärtsspielen, das ist ja meistens am Wochenende und da ist das Problem so ein bisschen. Es gibt ja einige Spieler, die schon Pferde mit besitzen. Claudio Pizarro ganz oben an, Thomas Müller auch. Was ist das Reizvolle daran? Ja, wir sind alle, denke ich mal, Spielertypen. Wir stehen jedes Wochenende auf dem Platz und versuchen, unser Spiel zu gewinnen. So ist es mal ganz angenehm, jemandem anders dabei zuzuschauen, der das Rennen dann für einen selber läuft. Im Sommer, das ist ja das Gute, während ihr schon so auf die Zielgerade der Liga einbiegt, fängt das hier auf der grünen Saison mit den Pferden erst an. Hast du noch mal Zeit, Weltmeister ein bisschen zu beobachten? Im Juli zum Beispiel hat er eine Derby-Nennung? Ja, definitiv. Ich versuche, möglichst bei jedem Rennen dabei zu sein, wenn es die Zeit erlaubt. Es macht mir super, super viel Spaß und ich bin ja noch am Anfang und brauche ein bisschen Erfahrung. Und viel Glück, Erfolg und viel Spaß. Dankeschön. Und weiteren Interesse für den Galopprennsport. Dankeschön.